So, du brauchst nicht mehr lange, das ist okay. Weep, 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 ja. Reichweitentest. Ja, das steht auch noch an. Kommt alles auf die Liste. Also mit Reichweitentest meine ich, ob die Silver Ruby Laser Tower vielleicht doch weiter schießen als die Bronze Ruby Laser Tower. Steht ja leider nicht dabei. Genau, die da wollte ich setzen. Ich wollte jetzt das Ding da endlich zumachen. Den See. Waterbee. Gone. Oh, was mit dir? Elendes Cheater-Ding. Du musst auch weg. Genau. Muster? Muster. Muster? Da ist wieder kein... Ja. Hier müssen wir noch ein bisschen was auffüllen. Ich habe es genau falsch gesetzt, oder? Nee, genau richtig. Okay, du weg. Die lassen wir vorsichtshalber erstmal da, wo sie sind. Das Ding auch. Das machen wir später zu. Jetzt erstmal mitten in der Nacht Solaranlagen verlegen. Was eventuell sogar angenehmer ist als tagsüber. Die müssten ja eigentlich auch recht warm werden. Keine Ahnung. Typ hier hat eh recht dicke Handschuhe an. Zack. So. Du. So, was jetzt? Mehr Solaranlagen. Was ist mit euch? Kapazität 20 MJ. Ja, ist doppelt so gut einfach in einem. Max Output? Achso, du bist der Reinsauger. Wir bräuchten, wenn, dann dich. Max Output. Oh, das habe ich denn falsch gemacht, ne? Ich hatte hier... Ja, genau, da sind Grüne. Grüne sind die falschen. Das sind die, die schnell einsaugen. Unschön, unschön. Aber nee, ich muss nicht unnötig jetzt Ressourcen verballern, weil Ressourcen verballern, gerade was blaue Chips und so angeht, heißt, dass sehr viele Maschinen sehr lange arbeiten müssen, um das wiederherzustellen. Lange arbeiten heißt lange Stromverbrauchung. Also baue ich einfach weiterhin die da. Das sind auch die richtigen. Nein! Was? Das hat er gedreht. Das hat er gedreht. Das kann nicht sein. Hör auf, die zu bauen. Also das kann echt nicht sein. Das muss er gedreht haben. Also nicht, weil ich nicht den Fehler machen könnte. Aber wenn ich diesen Fehler gemacht hätte und der jetzt 10, 20, 30 Folgen lang hier durchgewandelt ist, dann hätte irgendjemand was gesagt. Oder? Okay. Okay, also ich baue jetzt blaue davon. Ich werde die nicht abreißen. Also die grünen werde ich da vielleicht abreißen, aber die lasse ich einfach da. Das ist... Was bringt es mir, einen hohen Input zu haben beim Auffüllen? Also ja, wenn zwischen den Was ist da kaputt? 157 Türme schießen. Das sollte gleich auch kaputt sein, das Ding. Oh nee, du. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nimm bitte einen davon. Hau den mal dahin. Hast du noch eine schlechtere Reichweite als die normalen Türme oder was? Setz mal dich dahin. So, du kannst von da aus schießen. Kannst du auch von da aus schießen? Ja. Kannst du auch von da aus schießen? Ja, kannst von da aus schießen? Nein. Okay, das heißt, ich brauche jetzt einen silbernen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, wollen sie. Okay, das hätten wir also auch geklärt. Zum einen habe ich entweder einen Fehler gemacht und die ganze Zeit die falschen hier gebaut, die Akkus. Oder sie wurden verdreht. Beides nicht so wirklich schön. Und die besseren Türme. Also diese Silver-Dinger da. Die haben eine extrem knappere Reichweite als die anderen Türme. Wobei,
Derjenige, der mir gesagt hat, ich sollte Richtung Topaz-Türme gehen, dem vertraue ich, was er sagt. Also kann es gut sein, dass die Ruby-Türme meinetwegen gut für Nahkampf sind, die Saphir-Türme gut für energieeffizient, die Topaz-Türme dann sehr gut für Reichweite, irgendwas in der Richtung. Dazu müsste ich aber trotz... Oh, die Rüstung ist fertig. Dazu müsste ich aber trotzdem erstmal ganz, ganz viele Polish-Steine haben und ich müsste die Forschung soweit haben. Das heißt... Was? Okay, das ist auch neu. Es geht bis 20. Es ging früher nur bis 4 oder so. Ja. Dadurch könnte ich natürlich auch wesentlich weniger Türme benutzen, wenn die Türme, die da sind, 20 mal so stark sind wie vorher. Also es braucht tierisch viele Alien Packs, aber da haben wir so eine schöne Maschine, die das recht gut macht. Die Dinger kommen später. Kommen später. Was bist du? Hä? Kapazität 150 MJ. Input, Output 750. Achso, das sind dann die Langzeitspeicher. Wo war das gerade da? Genau, die sind einfach nur da, um sehr, sehr viel zu speichern. Aber es kommt langsam rein und langsam raus. Nee, nicht wirklich interessant. Eigentlich würde ich ganz gerne in die Richtung gehen. Die braucht ja nicht mal lila Science Packs. Dann bräuchten wir Speed-Module 3er haben wir. Effektivitätsmodule 3er haben wir auch schon. Ja, mach mal. Research. Und währenddessen ziehe ich mal die neue Rüstung an. Zing. Also und aus der alten, aus dir sollte ich erstmal die Module raushauen. Genau, geht es mit Shift irgendwie? Ja. Klick, 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 klick. So. Du. Da. Wow, sehr schön. Also erstmal Reaktor dahin. Dann Laufbeine dahin. Ich hätte gerne noch mehr Laufbeine. Ich hätte gerne ein Schild und ein Schild. Das sind die guten Schilde, richtig? Energy Shield MK2. Ja, sind sie. Hatte ich noch irgendwas drin? Nö, ne? Nö, ich glaube nicht. Ah, doch, die Batterien, aber die... Das Ding produziert eigentlich genug Strom, damit es durchgehend laufen sollte, aber... Ja, bau die Batterien. Dann bau bitte noch mehr Schilde. Was brauchen wir für die Laufdinger? 30 rote Engines. Die müssten ja eigentlich bei Skynet rumlungern irgendwo. Das tut mir so weh, das jetzt anzugucken. Mach die Grünen da weg. So. Da. Wo mache ich die blauen hin? Also die eigentlich richtigen? Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also ich kann einfach eine Mischung da lassen. Ich denke mal, das wird aus dem gesamten Netz dann gezogen. Oder? Keine Ahnung. Später. Die Mauer hier könnte ich jetzt abreißen, ne? Ja. Wir sind jetzt so dekadent, dass wir glauben, dass wir das hinbekommen. Dass nie Gegner total durchbrechen werden. Ja, wir haben ein paar Bauroboter. Von wegen, die sind alle kaputt. Ja, ja. So, sehr schön, danke. Ah, und ich wollte auch noch die Drill-Geschichte machen, ne? Ja, bau den mal bitte. Und du klapp auf. Wo ist das Schild? Ich habe gerade eins gebaut, das weiß ich. Oder hatte ich nur eins in Auftrag gegeben?
Das sehen wir gleich. Achso, ihr könnt mal frei. Ich kann nichts sehen mit dem Inventar. So. Ihr seid frei. Nö, ich hatte nur ein Schild in Auftrag gegeben. Na gut. So. Das heißt, der Plan ist, hier kommt noch eine Gehhilfe hin, hier kommt noch eine Gehhilfe hin, hier kommen Schilde hin und hier kommen MK2-Batterien? Weiß ja nicht. Muss ich gucken. Aber bisher gefällt mir super. Also wir haben jetzt wesentlich bessere Überlebenschancen. Das Einzige, was fehlt, ist Schaden. Wobei, da ja so viel hier in dem Mod verändert wurde, kann es auch gut sein, dass die Schultergeschütze inzwischen wesentlich besser sind. Vor allem, wenn sie mit dem Laser-Turret-Damage-Schaden skalieren, den wir jetzt ja auf 20 bringen können. Das müsste ich mir also nochmal angucken. Und es gab auch noch so eine Charge-Defense-Einheit. Also wenn Gegner rankommen, die gibt es irgend so ein Blitz-Nova a la Diablo von sich. So, du bist fertig. Okay, dann tu mal bitte da dich hin. Und sei bitte super produktiv. Und verbrauch mal eben wie viel Strom? 2 MW. Okay. Guckt euch das an. Ihr seid alle arbeitslos. Ah, Roboter kommen nicht hinterher. Krass. Und es ist ultra produktiv. Schöne Sache. Sehr schöne Sache. Okay. Strom. Strom ist okay. Unser Akku ist irgendwie so klein. Ja, ich habe ja auch gerade welche da rausgerissen. Das war nicht so schön. Ich glaube, ich mache dann einfach mal hier. Genau. Mach das bitte. Nein. So, ich hätte gerne noch ein paar von den alten Akkus. Von denen hier. Den Einsaug-Akkus. Um das musste ihr wenigstens selbst machen. Dann mache ich die untere Hälfte damit und die obere Hälfte mit den blauen. Dann hat das wenigstens irgendwie ansatzweise Sinn. Also Einsaug, Rausspuck. Das muss Dyson gemacht haben. Er hat rausbekommen, dass ich der aus Wurm bin. Und das ist jetzt ein wenig Verschwörungstheorie, aber bei Wurm Online hatten wir so einen Typen, der hatte ein Anwesen namens Dyson Tech irgendwas. Und der hatte uns unterstellt, Pferde zu töten. Und dann hat er uns versucht anzugreifen und wir haben ihn getötet. Und danach war er ein bisschen grumpig. Und dann hat er jetzt rausbekommen, dass ich ein Let's Play mache und war zufällig auch wirklich der. Und dann hat er jetzt das alles einfach umgedreht. Nur um mir eins auszuwischen. Ja, ganz bestimmt. So, die laufen. Gib mir bitte noch 3 davon. Wie viel haben wir jetzt? 2,1. Wir waren doch vorhin schon bei 2,2. Haben wir gerade Beschuss? Was ist hier los? Irgendwas läuft gerade nicht richtig. Ah, die Türme schießen hier, aber eben haben sie nicht geschossen. Wow, geht das runter. Okay. Ja, vielleicht macht es sogar echt Sinn, die Lila-Dinger zu haben. Weil das Auffüllen würde sonst ewig dauern. Wobei, nur die füllen sich schnell auf. Die da, ja. Ach, keine Ahnung. So oder so wird es nicht schaden, irgendwas zu bauen. Außer wir haben irgendwann wieder Platzprobleme. Der Angriff da unten. Wie viele Türme schießen? 29. Das sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Strom. Irgendwo muss wieder ein Haken sein. Ich überprüfe mal ganz kurz meine Anlagen hier. 75 Grad, das ist nicht gut. Was mit euch? 59 Grad, okay. Also es ist immer noch alles kaputt. Ja, das heißt, die da müssen her. Ich brauche Rubber. Müsste gleich angeflogen kommen. Aber wenigstens haben alle noch ihr Brennstoff. Und das ist das Wichtigste. Wasser ist genug da. Wasser ist genug da. Du arbeitest auch noch genug. Okay. Lila Chips.
Davon kriege ich bei weitem nicht genug. Und ich würde sie eigentlich gerne weiterhin gießen. Und das Problem von den normal produzierten ist halt, also von Fabriken produzierten Lila-Chips, dass sie das andere Rubber brauchen. Und dann müsste ich wieder einen Wald aufbauen, den Wald wieder abholzen und jada jada jada, das ist nervig. So. Oh genau, rote Engines wollte ich auch noch holen. Und ja, das war gerade eine Ablenkung. Ich habe mich vergessen, wo ich hin wollte. Genau, Lila Chips. Aha, so, dahin. Lila Chips. Ich kann nicht mehr. Ach, warum hast du jetzt wieder keine Schwefelsäure? Die ging nicht, ne? Mein Gott. Ja, also wir haben keine Schwefelsäure. Das Problem ist, dass wir schon viel zu häufig behoben haben. Da ist doch Schwefelsäure drin. Warum